Ja, ist eine Rückkopplung drin, die höre ich. Also ich höre mich selber. Wieso? Mach doch leise einfach, dann geht's doch auch. Ich weiß nicht, ich schicke einfach nochmal eine Einladung. And where do you come from, bla bla bla. And they say to me, you don't have to small talk with me. Okay. I don't care if you put the syringe inside, so do it. Ah, hier war. Because he was acting like he wants to call me. Ich benutze mein Heilspray, weil ich weiß noch nicht, wie ich das überleben soll. Da ich gerade total gut bin, gut sein werde. Ich habe nämlich jetzt logischerweise die ganze Zeit moderne Spiele gespielt, wo man zwei Analoghebel benutzt. Und ich bin gerade immer in Versuchung, beide zu benutzen. Was sehr scheiße sein könnte. Oh, das war das Messer. Scheiße. Starten Sie das Spiel neu, um... Was? Ach, warte, na logisch. Ich bin ja so blöd. Ja. Ja. So. Jetzt müsstest du nämlich einfach dazukommen. Ja. Ach, ich bin so gut. Ja. Ach. Dann kann ich dich erstmal zupflastern mit Gegenständen. Okay, davon habe ich natürlich nichts. So. Ja, kannst, dann haben wir einen Platz gespart. Ne? Also du kannst natürlich so viele Waffen einschalten, wie du willst. Ja, also die ich benutze auf jeden Fall Sniper. Ja, den muss, aber da habe ich gar keine Munition für, also muss ich erstmal finden. Achso, ja, mach mal. Habe ich das? Kann ich auch noch machen, ne? Oh ja. Stimmt, Alter. Ich habe mir dran gedacht, dass wir hier noch die ganze Kacke verkaufen können. So. Und dann haben wir noch den hier. So, und jetzt kann ich ja volles Brett meine Waffen aufleveln. Dann habe ich nämlich auch wieder Munition. Auf jeden Fall 6 Schuss. So, die auf jeden Fall. Und was haben wir hier noch? Kann man da auch was verbessern? Ja, auch noch mal ein bisschen Bums. Ladegeschwindigkeit. Ja, und ich glaube, jetzt bin ich auch leer. Ich kann das leider nicht so gut sehen. Weil da genau dieses Bild drüber ist mit Shepard und Fafnir. Ja, ich bin leer. Okay. Ich habe fertig gemacht, ja, musst du auch machen dann halt. Oh, das. Oh Gott. Das ist jetzt auch so merkwürdig, weil du auf den ganzen Spielen halt immer Dokument lesen. Ah, das musst du aber lesen, weil du spielst ja das erste Mal. Yeah, but if you're good, you can do it with. When I yesterday was finished, I go home and drive to work, and then I told to my
colleague who is managing everything or is higher than me, that I say, oh, maybe I will take tomorrow and Friday holidays because I don't know how I feel. Yeah. But to be real, I just don't have long week. I don't want to go. And then he says, because the last time you feel so bad. Yes, yes, you can, of course. You feel bad? my mate at work, when he gets the first, yeah, first thing, Entschuldigung. He was calling me the day in the evening and says, oh, I feel so bad, I don't know. I think I will, I don't come tomorrow to work. He has a chance? No, he's just trotzdem. And then he was saying in the morning or the next day, no, I feel so bad, I don't come to work. Yeah, it's the best of the... The pain of the vaccine, I think the pain of the vaccine. Yeah. But you cannot ask if you're working the day, not discounting, not one day less for your holidays, because the vaccine, they give you that, they take you. Yeah, they should. They count that day less? I just want to take holidays, because I have, this year I have 27 days less. Oh, one day a day. You have 20 days left this year? 27. Yeah, because I'm just working all the time. But you can take it whenever you want? Or you can just for the next year? I can take it whenever I want, just not the time when my other mate at work take holidays. So when my firma is so... Yeah, ja, siehst du, die Leute, die haben sich ja noch beschwert, die ganze Zeit immer, bei den Resident Evil gibt es nicht mehr so viel zu lesen, man kann gar nicht mehr so viel in Erfahrung bringen. Und da haben sie sich hier wahrscheinlich gedacht, beim Spieler, fickt euch, jetzt kriegt er aber richtig Texte. Ja, und glaub mir, die werden nicht kürzer. Ja, kann keiner sagen, ihr wisst nicht, worum es geht, ne? Oh, wie lädt man denn? Achso, ich kann ja gar nicht nachladen. Jo, danke, das läuft. Gut, danke. Ja, wie gesagt, das mit den Knöpfen wird noch ein bisschen dauern bei mir. Ja, ich bin bei Quadrat mit Nachladen, aber damit schieße ich. Ich muss mit X nachladen, genau. Ja, du hast die Steuerung, genau, die kann man auch auf die Schultertasten legen bei Resident Evil 4 und 5, aber ich mach's immer so hier. Und jetzt bin ich auch noch in die falsche Richtung gerannt. Oh. Dreckstöhle. Oh, shit. Das sind ungemütliche Hunde. Gut. Wir haben gar nicht mal so viel verloren, das ist gut. Und das ist noch besser, ja. Vorsicht, Sprengfalle. Hä? Oh! Die habe ich... Oh, shit. Das ist nicht gut. Die sind... Oh, instant dead, ne? Die Köter, wenn die da den Kopf so aufmachen, da die Viecher. Das ist deins, Maschinengewehr. Nee, ich höre auch noch Leute labern. Aber ich werde erstmal nach Gegenständen gucken, denn ich weiß ja, wo die sind. Einer ist irgendwo hier. Glaube ich jedenfalls. Ein Thema, ich weiß ja, wo die sind. Oder war der unten irgendwo? Ich glaube ja, hier ist er. Ne, das Maschinengewehrmunition. Okay, dann kannst du dir die holen, wenn du willst. Klettern. Okay.
hole dann auch noch mal so eine Medaille hier. Oh. Shit. Scheiß Vieh. Okay. Oh, der guckt in die falsche Richtung, so ein bisschen. Oh. Oh ja, noch mehr Stimmen in der Aufnahme. Wir müssen mal kurz pausieren, Chris, das schneide ich dann natürlich raus. Gut, ich werde jetzt... Ja, also wenn der Lautstärkepegel zu hoch wird, dann ist schon schlecht. Ne? Dann kannst du dich nicht mehr auf das konzentrieren, was du sagst oder was dann nebenbei die Gegner noch sagen. Mach doch, du kannst. Kannst du doch ruhig sitzen bleiben hier. Ist doch alles gut. War eben gerade nur, weil noch jemand kam. So. Ja, da unten. Hier. Im Zaun liegt die drin. Also hier runter wieder. Und dann. Oh nein, halt, das war die falsche. Scheiße, Vorsicht! Scheiße, Entschuldigung, das sah gerade wie die andere, jetzt kommst du sowieso nicht mehr hoch, vergiss es. Ja, also man kann diese Sprengfallen auch, hast du Heilung, soll ich dich heilen? Also hast du gut. Gebe ich dir mal eine. Ja, Mensch. Die Sprengfallen haben wir definitiv nicht entschärft. Also, oder doch, du hast sie entschärft mit deinem Körper. Du hast sie mit deinem Körper entschärft, die Sprengfalle. So, jetzt wird's gut. Was kann ich dir? Ach hier, Knifte kann ich dir geben. Ja. Doch, du brauchst jetzt was zum Schießen. So, denn ich bin hier der. Also man kann sich aussuchen, wer das hier macht, was ich jetzt mache, und ich habe gerade beschlossen, ich mache das. Du musst mich jetzt. Ja. Ja, warum nicht, oder? Ja, kann man so sagen. Guck mal, hier ist was Rotes. Kannst du mischen, oder kann ich das mischen? Oder wer hat dir das? Ja, ich muss das mischen, okay. Ne, muss ich machen. Kombinieren, so. Haben wir das. Wer weiß, wann wir es brauchen. Ja, genau. Leider besteht mein Körper ja aus Fleisch. Noch. Auch wenn das Fleisch... Nee, ich blende die nicht. Ich leuchte dir nur. Oh, oh. Ja, ich werde ihn jetzt töten. Okay, vielleicht müssen wir es doch umgekehrt machen. Denn ich habe die Sniper. Ja, die Sniper. Und die Schrot auch, ja. Dann leuchte. Ja, machst du Licht.
Ja? Oh ja, stimmt. In der Tat. Jetzt ist er da nicht mehr. Schulterschluss. Hier ist auch irgendwo noch ein Steinchen an der Decke. Leider kann ich den nicht sehen. Ah, kannst du hochblenden? Da ist er ja sogar, siehst du? Ja. Zack. Also aufheben kannst du Sachen, ne? Auch mit der Lampe. Nur wenn du jetzt zum Beispiel die Richtungstasten drückst, um Waffen zu wechseln, dann lässt du die Lampe stehen. Püree. Ja. Oh, natürlich hat er auch ein Las Plagas. Und hinter mir auch, scheiße. Shit. Ja, hallo? Okay, das war er. Hervorragend, gut gemacht. So, hier geht's nach rechts, kann man sich ein paar Sächlein holen. Und denk dran, wenn du eine, hier ist Pistolenmunition, die kannst du aufheben. Wenn du eine Blendgranate, kann ich das fast nicht kaputt machen, wenn du eine Blendgranate hast, die funktioniert auch genauso wie bei Resident Evil 4. Also wenn so ein Auswuchs kommt, so ein Las Plagas Auswuchs bei denen, und du wirfst eine Blendgranate, dann platzen die halt, ne? Achso, naja, gut, okay, umso besser. Oder auch nicht, dann hast du ja ganz schön gelitten. Bitte? Ja, man kann schon gut Hilfsmittel nutzen in den Spielen. So, jetzt. Ja, gut, okay, der ist aber. Findet, glaube ich, jeder scheiße. Da ist was. Und da oben ist eine Scheibe. So, und jetzt gehen mir auch die Sniper-Schuss langsam aus. Ja, Game Over. Für euch. Oh, da ist noch einer. Auch für den. Dann habe ich Sniper. Oh, der lebt noch. Oh, oh. Oh, oh, oh. Rückwärts. Blendgranate. Pistolenmunition. Bei mir auch. Ja. Ah, da. Oh, Alter. Mit Schussgenauigkeit ist sie aber bei mir heute nicht so irgendwie. Mhm. Ja, kann man was reinladen. Oh, Alter, ich muss die Dings, muss ich mir aufbewahren. Die Schrotschuss, Alter, die sind richtig wichtig. Kacke. Ja. Oh. Oh ja, das, ich sag's gerade noch. Die Pistolenmunition kannst du ja schon mal nehmen. Denn auch du brauchst. So, Verteidigungsmittel. Oh, hier ist was im Dunkeln. Oh, das war ein guter Schuss. Ich kann bloß leiden. Ich glaube, du. Wo bist du? Ach, da. Und Kisten. Oh, na super, eine Schlange, danke. Ja. Und wenn du die kaputt schießt, legen sie ein Ei, das kannst du zum Aufladen benutzen. Ne? Kennst du, ist halt genau das Gleiche. Leider weiß ich hier, in Teil 4 weiß ich jede Position von den Schlangen, hier weiß ich sie leider nicht. Die sind immer gleich. Auf jeden Fall bei 4, hier weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube schon. Okay, bist du hinter mir? Gibt es noch irgendwo einen Geheimgang?
Wo? Hä? Ich sehe nichts. Nee. Yes. Wahrscheinlich ein Bug oder. So, irgendwo hier geht's noch links. Jo, hier müsste es irgendwo sein. Wenn du hinter mir bist, ja. Ich glaube, das könnte gut sein. Ja. Diesen Gang, der ist nämlich schlecht einsehbar. Ja, diesmal nicht. Blöde Dreckschlange. Auch nur ein Stein. Geizig. So, siehst du, jetzt bist du von der Lampe auch erlöst. So, jetzt kannst du dir aussuchen, jetzt muss hier einer kurbeln und der andere rennt dahin, muss dann da kurbeln. Jetzt kannst du dir aussuchen, ob du hier kurbeln willst oder da kurbeln. Ja. Ja, also es läuft. Okay, sei schnell, Shepard. Kannst loslassen, ne? So, kannst durchkommen. Jo, gut. So, bleiben wir mal hier. Hier ist ein bisschen sicher. Wäre so halb. Ja, ich würde hier, also ich empfehle das einfach mal. Ja, auch, genau. Oh, shit. Alter. Weg damit. Ja, so muss er sein mit Chris, oder? Ah, da sind welche. Ja. Ja. Ich glaube, die Feuermänner, die habe ich, glaube ich, alle. Schade. Aus nächster Nähe immer, ne? Der war auch fies. Ey, geh tot, geh tot. Uff. Gut. Ah, da ist noch so. Ah, da hier Dynamit, ne? Das hat er sich so gedacht, ne? Dynamit hier, guck mal. Ich glaube, oben müsste ich jetzt so ziemlich alles weggeschafft haben, ne? Also man hört hier noch irgendwo Gegner, aber die werden wohl zu Fuß unterwegs sein oder so. Ja. Dann haben wir uns die Musik einfach nur so gelassen, so zum Genießen. Ja, oder so. Okay, ich dachte, hier gibt es einen Edelstein, aber da bin ich wohl geschnitten. Versuch doch mal mit deiner Faust die Wand aufzuschlagen. Nee, das geht leider nicht. Meinst du, da wären welche Edelsteine oder was? Also, wer weiß, wie weit er mit seinem Arm da durchreicht. So.
Genau, du kannst ja da schon mal kramen. Und hier ist noch, falls du noch Platz hast, hier ist noch Pistole und grünes Kraut. Und hier ist noch Maschinengewehr. Leider bin ich total überfüllt. Ja. Genau, du bist. Ich habe das schon gemischt. Aber du kannst das Grüne benutzen, dann gibst du uns die. Wir haben nämlich beide ein Viertel so verloren ungefähr von unserem Leben. Kam das? Wo kommt denn die Musik her? Da oben ist noch was. Ach so. Ja. Ja, da geht's weiter. Machen die jetzt aber einen ganz schönen Umweg, oder? Da sind sie. Oh, Alter, Glück gehabt. Der hatte eine Dynamitstange, die hast du sehr schön, sehr schnell kaputt gemacht. Ja. Das habe ich mir gedacht. Ich bin doch schon unterwegs, Mensch. Ja, ich warte. Gut. Mal gucken. Ich glaube, ja. Ja, du kannst auch die volle haben, wie du willst, Christian. Weg mit den Pfeilen. Alter, hier ist auch einer mit Dynamit. Ist aber nicht so schön. So, Schulterschuss. Gut, auch das hat. Ja, aus der Entfernung. Wie gesagt, großer Sniper-Fan. Man könnte mich auch Feige nennen. Feiger Kämpfer. List. Listiger Lurch, genau. Also wenn dein Inventar gut gemanagt ist, dann kannst du jetzt hier auch noch mal kurz jede Menge Sachen einsammeln. Kannst du dich vorwärts bewegen. Ja, siehst du. Kann sich ruhig bewegen, passiert nichts. Kleine Verschnaufpause. Das ist meins. Das kann ich auch noch sammeln. Also Munition kann ich noch sammeln für die Sachen, die ich habe benutze. Außer Pistole. Die kann ich auch bald ausschalten. You must be. Wow, perceptive, aren't you? You think this is a joke? You're just like all the other pieces of scum terrorists. Oh, I'm not like them. I'm a businessman with standards. Drop the weapon. Or, how about you drop yours? Must be something here he didn't want us to see. What is it? Look at this. The oil field. That's in the marshlands. So.
Du kannst den Schrank da aufmachen. Links in der Ecke ist ein Schrank. Oh Gott, Alter, ich muss zusehen, dass ich den... Ja, wenn du willst, kannst du die haben. Oh, ich muss den Typen erwischen, bevor der zum MG kommt. Wo ist das? Wo ist es? Wo ist der Wagen? Oh, bis jetzt ist noch keiner da. Doch, scheiße. Ja, den am Stand-MG, den, wenn du den triffst, dann bist du gut. Der ist nämlich... Ach, der ist schon tot? Was hat er dann eben auf mich geschossen? Oder war... Ja, danke. Da halten wir jetzt auch besser jeden von weg, der da gerne hinlaufen möchte. Wohl, sieht gut aus, ne? Zum Beispiel. Ich glaube... Alter. Achso, hier ist wer im Gebäude drin. Scheiße. Arschloch. Ja. Gut, ich werde dann mal eine kleine Aufladung vornehmen. Eigentlich sollten jetzt langsam mal... Ich glaube, es sieht gut aus. Also auf jeden Fall für den Sektor hier. Sektor. Also wer jetzt kommt, der muss hier unten durch die Tür kommen und... Das könnte eventuell wehtun. Ja, ich stehe vor der Tür. Okay, ich glaube, es sieht gut aus. Also wenn jetzt keiner am MG ist... Ja, sieht gut aus. Was liegt hier? Oh, hat sich gut versteckt, wa? Shot in the balls. Ja, da wurde gerade, bist du, hast auch irgendwo eine Truhe oder sowas. Da kannst du ein Steinchen holen. Irgendwo hier, da ist die Truhe. Bist du vorbeigelaufen? Ja, die ist gut getarnt im Sepia des Levels oder im Sepia des Spiels. Ja. Bitte? Ja, ich sammle einfach mal alles, ne? Also Sachen, die ich weiß, das ist... Ja, das MG kannst du benutzen, falls du das gerade meintest. Problem ist ja gut, ich muss... Oh, scheiße, hier wirft schon der Sachen auf uns. Das ist nicht gut. Ja, das Dynamit, da müssen wir eine gute Position finden. Oh, fuck. Ja, die müssen wir... Ja, ich lasse erstmal. Das kann ich mir immer noch holen, wenn ich hier alles verballert habe, weil jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich mir die MG-Futschis her, die Dynamit-Futschis her cachere. Die sind nämlich leider das Gefährlichste hier auf dem ganzen Hügel. Bin ich getroffen? Oh, jetzt habe ich ihn getroffen. So, gut, dann hüpfe ich da. Pass, achte drauf, ne? Pass auf, dass du da, die sind. Ja, die hole ich mir sofort. Ich schließe nochmal einen Edelstein ab. Ja, nehme ich doch die. Jawohl. Abwärts. Und ein Kontrollpunkt kommt, der uns nicht gelegen, wie immer. Ja, das habe ich gerade abgeschossen. Schön, dass er auch in der Sequenz das Dynamit wirft. Das Arschloch. Boah,
Hals. Achso, du hast jetzt sogar auch einen Sniper. Du kannst ja auch das ganze Geschehen. Achso. Alter, da hast du vorhin den Typen auf dem MG getroffen, weil da hast du gute Augen. Okay. Nö, ist ja, das ist ja so, es ist ja deine Sache, was du hast und was du nicht hast. Wo bist denn du? Ich sehe dich gar nicht. Okay. Aber ich höre, du bewältigst das. Oh nein, Dynamit. Nicht gut. Oh, bloß weg damit. Ach, du bist... Ja, das... Genau, da soll es jetzt, ist nämlich die Zeit. Da oben ist einer. Alter. So, von wo wirft der Wichser das Dynamit? Wenn er dich getroffen hat, dann muss er ja irgendwo genau über uns sein. Okay, warte hier mal an der Leiter. Ich schmeiß dich mal die Leiter hoch. Ja, da liegt nämlich ein Edelstein. Oh, Dynamit. Oh, ich glaube, das hat mich aussequenzt. Uff. Ja, die sind... Alter, die sind so gefährlich und die siehst du manchmal echt nicht. Diese Wichser... Also, deine Taktik. Oh. Oh, Glück gehabt, das gegen Stein geflogen. Ja, du hast. Er hat sich gerade selber seinen Kumpel in die Luft gejagt. Okay. Oh, Alter, es hört ja gar nicht mehr auf hier. Wie groß ist denn diese Höhle? Weiß nicht, sieht lustig aus. Das nehme ich. Jo, haben wir. Ja, super. Alter, das hat ja richtig gut geklappt. Also, auf definitiv. Bin ja auch schon gestorben wegen dem Dynamit. Oh Mann, Alter, mit Schüssen sind wir aber nicht so gut bestellt gerade, ne? Mit Schüssen, mit Munition. Generell. Du musst dringend, du hast ja noch Platz, habe ich gerade gesehen, in deinem Inventar. Da liegen gleich so Minen rum, so runde, die könntest du aufsammeln und platzieren. Sag das nur schon mal so. Ja, da definitiv könnten die da sehr gut liegen. Oh, Gott sei Dank. Die kannst du mir geben. Ich habe schon zwei. Oh, hier ist noch Munition für dein MP. Heilung, ja. Oh, ich habe noch eine halbe. Dann kann ich dir die geben. Dann hast du... So, kannst du die mischen. Okay. Yay! Komm du doch!
Ja, immer diese unasphaltierte Straßen, ey. Ja, er hat's hinter sich. Okay, Endboss? Ja, Taktikkampf. Ballern bringt leider nichts. Nee, nur er ist nur an einer Stelle verwundbar und dafür muss man Taktik benutzen. Also, wie gesagt, falls du so eine. Hier liegen überall so eine runden Minen rum, die brauchen wir dringend. Das ist jetzt kein Spoilern, das ist Überleben. Genau, und die platzierst du irgendwo mittig auf diesem Rondell, wo wir hier immer lang laufen können. Oh, Hilfe! Ja, genau. Und dann legt er sich auf die Seite, wenn er irgendwo reingelaufen ist, und dann musst du ihm auf seinen Schrimpsschwanz schießen. Auf das Rote, ja, machst du gut. Ja. Hier ist noch eine Mine. Ach, Arschloch. Blödes Arschloch. Ah, hier liegen aber noch. Hier sind überall Fässer, hier liegen überall welche, glaube ich. Weil die wahrscheinlich auch erwarten, dass man das nicht leicht zwingend unbedingt super macht. Oh, hier ist Munition für die. MP. Wo ich. Oh, da. Oh, oh. Nicht gut. Okay, das war gerade noch so geblendet. Ja, ja, komm, komm, komm. Oh, Arschloch. Das Quicktime-Event, das war zu schnell. Komm, komm mit mir mit, mein liebes Fledermäusle. Oh, lauf da nicht. Scheiß wie, ey. Yo, ich habe mit der Handgranate getroffen. Oh, hat nichts gebracht. Schade. Hast du noch Minen gefunden? Ah, hier, da drin liegen welche in dem. Ja, hier in dem Schuppen auch. Achso, du hast schon zwei gelegt. Kurs fliegt. Monster, du darfst gerne landen. Ja, oh nein, er ist schon wieder um die Mine, an der Mine vorbeigelaufen. Blödes Arschloch. Lauf jetzt in diese Mine rein, du dreckiges Pissmonster. Ja, 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 komm. Ja. Stirb doch. Alter Schwede, ey. Ja, wir haben ja noch eine liegen. Oh, Alter. Er hatte mir das Quicktime-Event gerade angezeigt, hat es dann aber wieder verworfen. Jetzt habe ich es nicht gesehen. Ich muss mich wieder aufladen, sorry. Ciao. Komm. Ey, das blödes. Das war sehr knapp. Oh, das hat aber gesessen. Jawohl.
Hervorragend. Auch nicht gerade einfach der Kampf, wenn man alleine ist. Ciao bello. Naja, ob der tot ist. Nee. So, jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Hasslevel. Ja, das ist, glaube ich, von vielen wird gesagt, dass das das schwerste Level des Spiels ist, und ich empfinde das auch so. Allein wegen dem Endboss. Den wirst du kennen, aus Resident Evil 4 wahrscheinlich. Ich hoffe, du freust dich auf die Überraschung, wer es sein wird, aber wie gesagt, sehr, sehr scheiße. So, haben wir hier irgendwas gefunden zum Verkaufen? Ja. Zwei davon. Den. Achso, ja. Fühle ich frei, alles zu verkaufen, was deine Zeit hergibt. So, da wieder was rein. 12.000, ja, was soll's. Auf damit. Bitte? Ja, was soll der Geiz, genau. 3.000. Schrotflinte. Nein, nicht entfernen, du scheiß Idiot. Auch 3.000. Das geht sogar, kann ich beides machen. Hervorragend. Gut. Bitten, klar, kannst du das ganze Spiel durch benutzen, aber ich gebrauche sie halt immer nur. Bitte? Ja. Ja, eben. Also ich benutze sie meistens selber nur an bestimmten Stellen, wo ich dann halt, ich kenne ja auch das Spiel, wo ich dann sage, okay, jetzt nehme ich lieber welche mit. Also du kannst sie verkaufen, weil du kannst ja in dem Shop, den es hier gibt, kannst du ja quasi alles kaufen, was du schon gefunden hast. Also kannst du jetzt verkaufen und dir, wenn du welche brauchst, wieder kaufen. Nee, das, ja gut, okay, das ist leider das Einzige. Außer für Granatwerfer, aber da sind wir ja noch lange nicht. Ja. 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 Naja gut, brauchen wir jetzt hier Gott sei Dank nicht unsere Munition. Nee, wir kriegen hier gar nichts. Das ist einfach nur so ein Ballerlevel. Ja, genau. Kann man eigentlich so sagen, glaube ich. Bevor wir jetzt gleich anfangen, weil das Level ist auch ziemlich laut. Du siehst dann eine Anzeige von deiner Knifte, von deinem Gewehr. Und, ja, hervorragend, genau. Du kennst das alles schon. Ich hoffe, du bist gut bei... Oh, shit. Ah ja, genau, das kommt auch noch dazu.
Ich hoffe, du bist gut in sowas. Dann kriegen wir nämlich nicht so viel Energie abgezogen. Das Problem haben Kumpels und ich immer. Oh. Ja, so eine scheiß Molotow-Cocktails. Oh, wer... Alter. Ja, so kommen wir natürlich nirgendwo an. Oh. Yo. Yo. Läuft. Aber Kontrollpunkt. Also die Molotow-Cocktails sind ja so ziemlich das Gefährlichste. Die sollten wir leider irgendwie so ein bisschen schnell. Oh. Nee. Ja. Ach was. Okay, den Truck haben wir. Wenn wir jetzt keine Cocktails mehr abkriegen. Praktischerweise. Dann könnten wir sogar noch bis zum Kontrollpunkt kommen. Da. Oh nein. Oh, ich wusste es. Ja, das sind die Cocktails. Die Typen, die musst du als erstes im Auge haben. Das sind die... Ja, keine große Hilfe, weil ich auf diesen dämlichen Truck... der zählt leider als... so kommen sie weiter. Oh. Man muss sie nämlich zum Explodieren bringen, den Truck. Jo, okay, den Laster haben wir schon mal. Hier hat's noch geklappt. Oh. Ja, er sagt, wir under attack. Was sind wir denn? Okay, du ballerst auf den Truck, dann kümmere ich mich um die... Oh, zwei Trucks, okay. Ey. Ja, das war's. Ja, mit dem Level sind wir dann, bis du ins Bett musst, fertig. Also, vielleicht. Aber... Hat ja... Nee, ich treffe die auch nicht richtig. Ich muss auch mal, Ja. Alter, ey. Verfickte Wichser. Oh. Jo, noch einer. Ich konnte mich nicht mal mehr bewegen. Ja, ich vor allen Dingen habe eigentlich drauf geballert, aber es ist schwer, dieses rote Fadenkreuz zu sehen, finde ich manchmal. Also, wo du hinballerst. Ja. Wie gesagt, schwerstes Level des Spiels. Ich kümmere mich jetzt auch nicht weiter um den Truck. Ich mache jetzt einfach die Viecher da drauf tot auf den Truck und dann schieße ich nur noch auf die Fahrer hinter uns. Alter, drei Cock... Alter, drei auf einmal.
Okay. Oh, ich glaube, wir haben gerade Gott sei Dank eine Dings geskippt, weil wir das Quicktime-Event hatten. Der hatte auch gerade einen Cocktail geworfen. Arsch. Oh, ich bin überhitzt. Jo. Hervorragend. Jo. Das Problem an der Sache ist auch, dass wir, wenn wir mit voller Energie starten würden, dann wäre das so halbwegs machbar, aber das ist... Boah. Ja. Okay. Alter, ich schieße natürlich auf die letzte Arschkrampe. Also ein großer Teil liegt, glaube ich, auch an mir, weil ich halt das mit dem... Scheiße, war es richtig, was ich gerade gedrückt habe? Ja. Weil ich halt oft daneben schieße. Ich sehe das Fadenkreuz echt nicht. Ja, ja, eben. Oh nein. Nein! Oh, Alter! Oh nein, überhitzt. Die Cocktails? Ja. Habe ich eben gerade auch gemerkt. Aber wenn drei kommen, musst du das erstmal schaffen, ne? Also die hinteren, die vorne vom... Vor der Fahrerkabine sitzen, die kannst du echt fast gar nicht treffen, ne? Es ist schwer, die zu treffen. Boah. Okay. Bitte? Ja, natürlich, an dem liegt es am allermeisten, also noch vor mir. Alter, darfst du ja gar nichts mehr abkriegen, ey. So wie jetzt gerade eben. Natürlich. Ich habe das Gefühl, es ist immer der gleiche, der uns an der gleichen Stelle mit dem letzten Dings abwirft. Als wenn wir immer die Energie an der gleichen Stelle gleich viel hätten. Alter. Ey, die Typen auf dem Truck regen mich auch auf. Wie gesagt, vorne an der Fahrerkabine. Ja, die Äxte kann man auch abblocken. Scheiße, ey, ich habe eben gedacht, wir kommen hier ein bisschen mehr Energie hin.
Nein, nein, oh. Naja, 20 Minuten haben wir ja noch. Und dann starten wir wieder. Also ich bin die meiste Zeit auf der rechten Seite. Auf der linken Seite. Ja, ob es denn... ob es denn was bringt, ne? War der Truck, glaube ich. Okay, wir sind mit minimal mehr Energie als sonst. Oh, nee. Wir wollten nicht doch... Nein, 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 nein. Oh. Ich bin, ja, eigentlich mit ein paar Bier mehr. Das Einzige an den Viechern, die Dinger werfen, ist immer, das sieht so schön aus, wie die explodieren mit ihren Cocktails. Trophäe erhalten, Sicherheitslücke. Wenn er das sagt. Die Sicherheitslücke, die haben aber wir eher. Ja, das erübrigt sich aber schnell, weißt du ja. Oh nein, ich bin überhitzt, Chris. Okay, jetzt bin ich nicht mehr überhitzt. Och, das war eben, glaube ich, nicht mehr so weit. Ja, erstmal treffen, ne? Ist ja das Problem. So, jetzt kommt glaube ich schon die Kurve, ne? Ja. Schon wieder so gut durchgekommen. Das Problem ist immer das, was jetzt kommt, Alter. So, jetzt wieder Scheiß auf die auf dem Wagen. Oh, oh, oh.
Oh, Kontrollpunkt, Chris. Kontrollpunkt. Also hier können wir jetzt, das können wir ruhig sterben, scheiß drauf. Ja. Ja, die kannst du alle kaputt schießen. Ja, scheiß drauf. Ja, ja, echt scheiß drauf, wenn juckt's. Achso, ich dachte eben gerade, wir wären gestorben. Oh Gott, nur noch eine. Nur noch eine Passage. Danke, lieber Gott. Ich kann... Bis jetzt, ja. Okay. Naja, hier kommen glaube ich auch noch mal ein paar Biker jetzt, aber eventuell sind wir so gut. Und kriegen das gebacken, ja. Ja. Oh Gott. Kannst du dich eigentlich noch ein bisschen lauter stellen? Ich verstehe, hab dich eben kaum verstanden die ganze Zeit. Klatsch. Nee. Ah, so dreckig wie der ist, passt das mit dem Baden schon. Diese Schmutzfinken. Ja, ja, das war echt, ist echt laut, das Level. Mega laut. So, das ist den Typen kennst du ja, der jetzt kommt. Ja. Bei dem ist das jetzt so, muss man auch erstmal rausfinden, der kommt auf uns zu und wir müssen beide unser Feuer auf den konzentrieren, weil der auf uns auftreten will auch und sowas. Wenn wir das gemacht haben, dann zuckt er so zusammen und geht kurz weg und macht Sachen. Also du siehst eigentlich, was man machen muss. Wir müssen immer unser Feuer auf den konzentrieren und später hat er Auswüchse, da müssen wir drauf schießen. Das sage ich jetzt auch mal voraus, weil der Kampf auch der schwerste Kampf ist, genauso wie das schwerste Level. Ich wünschte, den könnten wir so bekämpfen. Das hier ist ja das Schwere daran. Das geht genauso weiter wie eben in dem Level. Oh, Gott sei Dank, ich bin so froh, wenn das vorbei ist. So, siehst du jetzt, haut da ausweichen, genau. Jawohl. 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 Oh, zwischendurch schießen natürlich auch noch voll Leute mit Pfeilen auf uns, ist ja logisch. Ja, das eigentlich auch waren dafür, dass er, wenn er zum Beispiel den Mast da nimmt. Aber ist jetzt egal. Ja. Das Schwerste ist, wenn er so einen komischen Stein aus dem Boden... Ja, klar. Ist da irgendwas bei ihm in der Nähe? Ja. Okay. Das ist die einzige Möglichkeit, den scheiß Stein von ihm wegzukriegen. Okay. Ein... Lastlager ist weg.
2. Ja, das werden jetzt aber mehr. Und da draufballern, Alter, genau. Das ist der Wichtigste. Jupp. Ich hab mir hier so halbwegs Zeit auszuweichen, Alter. Ja, stimmt. So, was nu? Aua. Oh. Scheiße. Ja, lauf du mal. Kein Stein, böses Kind. Oh nein. Ich hoffe, das Fass da erreicht ihn, wo ich jetzt drauf schieße. Natürlich nicht. Ja, der zieht mega viel ab. Ja, auch halt ausweichen. Das Einzige, was wirklich halt viel abzieht, ist, wenn er diesen scheiß Stein holt. Oh. Da! Bitte stirb! Bitte! Nein! Muss das denn sein? Noch eine Runde, Alter. Problem bei dem Arschloch ist, man hat keine Kontrollpunkte. Ja. Nein, nicht den Stein, nicht den Stein. Also man kann ihn zerschießen, man muss das irgendwie schaffen. Ja, oder auch nicht. Oh, jetzt. Oh, was? Das? Ja, von der Seite. Scheiße. Oh Gott. Also für das Level, da musst du dir schon einen wirklich guten, wirklich guten Tag aussuchen, Alter. Oh, schön. Die Vorfreude ist so groß, dass da nimmt man alles hin. Also auf jeden Fall das Fass da hinten müssen wir für einen Stein üben. Alter, wo macht er denn jetzt schon einen Stein? Ja, zum Beispiel. Eigentlich ist es scheißegal für welchen. Hauptsache für einen Stein. Ich bin so ein scheiß Molotow-Cocktail-Pisser, ey. Ja. Ich weiß zwar nicht, wie er das gerade schaffen konnte, aber...
Ja, das müssen wir wieder für den scheiß Dingsmaster lassen. Ja, wir wissen's. Los, Auswuchs raus. Danke. Ja, er geht natürlich hin und holt sich einen Stein. Scheiße, warum kann der den Stein eigentlich immer nur von da holen? Blöder Penner. Kann er den nicht von irgendwo anders holen? Oh, wir haben es geschafft. So, schießt du auf das Fass? Alter, ich wieder wie... Ist nicht so schlimm. Nee, ich hab meine Baller direkt. Ja, okay. Ja, stimmt. Nicht drüber nachgedacht. Ja, auch immer in den gleichen Positionen, alle beide. Also Chris sitzt immer hier oben und Trevor immer da unten. Ja, genau. Oh ja. Ja, bis jetzt sieht's gut aus, stimmt. Hä? Diesmal nur zwei Runden? Oder haben wir drei gehabt? Gibt's ja gar nicht. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Das ist ein Glückstropfen. Geht mir ein Glückstropfen. Erster Ehekrach. Oh, da kann er sogar fast grinsen. Ja, ist in Fakt eine meiner Lieblingsfrauen vom Resident Evil Universum, sogar die Sheva. Die hat, finde ich, einen coolen Charakter. Oh, ist das eine Wohltat zu wissen, dass dieses Level nie wieder... nie wieder... Nein, Alter, du hast 73% Schussgenauigkeit. Donnerwetter. Und 11. Guck mal, wir haben C, obwohl wir 11-mal gestorben sind. Wie oft darfst du sterben, bis du einen F hast oder so? 500-mal? Ja, mir habe ich auch gefühlt so gedacht.
Ja, muss auch immer gucken wegen Kapazitäten, ne? Also ich benutze meistens Pistolen mit in der Tat wenig Kapazität. Ja, den kannst du vielleicht in Resident Evil 1 gebrauchen. Also kannst du hier auch, aber ich habe nur mal so aus Spaß ausprobiert. Nee, hat man nicht. Ja, weiß ich nicht, wie ist es? Die Sequenz müssen wir uns sowieso noch angucken, weil wir starten ja nächstes Mal dann so in dem Level. Oder willst du da noch reinspielen? Ja, okay, alles klar. Dann, ja, bin ich eigentlich fertig, weil ist ja nichts, was man machen kann. Official with Umbrella, the leader of our STARS unit. I met him again after the Raccoon City incident on Rockford Island. Since then, we've been trying to track him down. Then a few years ago, we got a tip from a reliable source, the whereabouts of Umbrella's founder, Oswell E. Spencer. So we paid him a visit, hoping he'd lead us to Wesker. Hello. Person I saw on that data looked like her. I have to know if she's still alive. You two were close. We were partners. What about you? Why'd you join the BSAA? My parents were involved in an accident caused by a pharmaceutical company when I was young. Umbrella? Yes. I only found out later that the accident cover up the manufacturing of biological weapons for terrorists. They were using Africa as a test bed for their experiments. Bioweapons were responsible for the deaths of my parents. And someone has to pay for that. So you joined the BSAA. There's only so much one person can do. Even a superhero like you, Chris. I'm no superhero. Together, we can end this. Then let's make a stand for our fallen brothers. Hang on. Ja, man muss ihm zugutehalten, er verwandelt sich nicht in ein großes Monster. Er bleibt cool mit Brille. Ja. Ja, man muss Level, das ist ja, wenn du auf die Karte guckst, wie geht denn die nochmal? Ja, genau, R1. Dann siehst du auch, dass du, also du fährst jetzt quasi mit dem Boot zu verschiedenen Stellen hin. Ist jetzt auch wieder so ein Puzzle-Level.
Ja, genau. Jetzt hast du das erste Puzzleteil gefunden. Ich bin stolz auf dich. Ja. Ja, okay. Dann haben wir es oder was? Oder willst du jetzt doch noch? Ach so, ich habe ihn verstanden, nur noch die Sequenz gucken. Wunderschönen Levels. Ja. Also ganz ehrlich, ich hab ja das Spiel jetzt so auf allen, also auf den normalen Schwierigkeitsgraden, easy, normal und hart durchgespielt, alleine. Und Shine, danke. Und Shine, der hat halt diesen super heftigen Schwierigkeitsgrad, wie immer er heißt, weiß ich nicht. Da habe ich mit ihm mitgespielt und ich. Ja, wahrscheinlich irgendwie so ein Gedöns. Und also ich sterbe da außer bei Easy bei allen Schwierigkeitsgraden immer noch. Also gut, okay, ich spiele das Spiel jetzt nicht so, dass ich das wie ein paar andere Spiele 20 Mal hintereinander spiele, aber ja, oder vielleicht liegt es auch daran, dass man das halt nicht so oft spielt. Also bis jetzt bin ich da noch nie so groß ohne Augen Zucken durchgekommen. So, gut, jetzt hast du den ganzen Kram eingesammelt. Jetzt können wir auch noch zum nächsten Steg fahren, um den Kontrollpunkt zu haben, damit wir da wieder einsteigen nächstes Mal. Der Kontrollpunkt, der ist dann immer da, wo, wenn wir halt aussteigen bei irgendeiner Insel oder wie auch immer man sagt. Dann fahr uns mal. Ja, da kommst du rein. Fahr uns mal zu dem Masten, den du da siehst. Der da. Der da. Ja, der da. Ich glaube, wenn ich. Oh ja, ach so, die meinte ich eigentlich gar nicht, aber gut, dass du mir das sagst, ja. Oder ist das an dem. Oder war die an einem anderen? Es gibt auch noch einen Käfer an irgendeinem so Masten, aber ich glaube, fahr mal einfach ran, ganz nah. Ja. Ja, da hängt er doch schon, ich sehe ihn doch schon. Kommst du noch näher ran, oder? Ja, von der anderen Seite ist er eigentlich. Wenn es der ist, ich glaube. Ja. Nee, ist er nicht, war nur eine Färbung. Scheiße. Aber ja, egal, müssen wir uns halt nächstes Mal umgucken. Irgendwo ist hier auch in der Nähe noch so ein Mast und da ist klemmt ein Schatz dran. Also keiner, der uns jetzt super. Du kannst jetzt in den langen Arm. Hast du die Karte an? Ja, da wo du dich jetzt hindrist, dieser lange Arm, da kannst du reinfahren. Nehmen wir den als erstes. Oder da. Du kannst mehrere Stellen wählen. Also dieser lange Kanal, da ist was. Rechts dieses halbrunde Teil, da ist was. Ganz oben ist was. Und links, dann haben wir so eine kleine Insel. Da ist so eine kleine Insel, da kann man sich Sachen holen, aber die speichert nicht die Insel. Und fahr halt da, wo das blinkt. Hin. Ja. Ich steuere nächstes Mal das Boot. So, und jetzt müsste er eigentlich ein Safe setzen hier, ne, oder? Oder macht er das? Ne, warte, ja, genau. Wir setzen jetzt wieder eine Platte ein, ne? Kontrollpunkt, genau. Super. Gut, dann haben wir es. Hervorragend. Ja, wir finden. Ja. Okay. Dann. Ja, mir auch. Dann freue ich mich aufs nächste Mal. Ja, Sonntag, genau. Okay, dann werde ich jetzt hier schon mal rausgehen. Übertragung, Einstellung und eher beenden.